Hallo und herzlich willkommen zu Eurotruck Simulator. Ich sag's mal ganz locker vorweg, dieser Part hier ist nachsynchronisiert, weil fataler Fehler. Ich habe bei DXStory was verstellt, ich habe zweimal den Ingame-Sound. Den einen hört ihr jetzt hier noch, aber meine Stimme muss ich jetzt halt neu aufnehmen. Das heißt, ich bin jetzt auch gerade gar nicht ins Spiel. Ich guck mir gerade das Outer City-Fenster an und in diesem Part wird es ein bisschen darum gehen, dass ich jetzt YouTube-Partner bin. Und dann wird es noch darum gehen, was in Zukunft so bei guten LP auf dem Kanal läuft. Und wir haben auch bald wieder einen Gast, eine Beifahrerin. Wahrscheinlich schon in der nächsten Folge, wenn alles planmäßig läuft. Also, ich fange mal an mit dem Thema YouTube-Partner. Ich bin YouTube-Partner geworden am 24.06. Ich habe mir das ja schon seit langer, langer Zeit überlebt. Ich habe es überlebt, darüber nachzudenken. Ja, ich habe mir das schon lange überlegt, aber immer war ich dann noch nicht so viel. Aber mittlerweile habe ich mich dann doch dazu durchgerungen und deshalb bin ich jetzt Partner. Ich sehe hier gerade, der Pascal schreibt mich an. Er möchte gerne Minecraft aufnehmen. Das machen wir gleich nämlich auch noch, damit ihr schöne Minecraft-Folgen bekommt. Gut, kleine Unterbrechung, tut mir leid. Wir waren gerade beim Thema YouTube-Partner. Also ich bin jetzt YouTube-Partner. Da gab es direkt einen kleinen Aufschrei. Du hast ja Werbung vor deinem Video und du hast GameStar bzw. auch Playtimes TV in deiner Subbox. Bist du vielleicht Partner? Ja, ich bin Partner, ganz offiziell sage ich das mal. Für alle, die das noch nicht mitbekommen haben. Ich bin YouTube-Partner von Playtimes. Und Playtimes ist ein Unternetzwerk von GameStar. Gut, also das heißt, dass ich jetzt Geld für die Werbung vor meinem Videos bekomme, für jeden Klick. Ich glaube, das wird immer sehr überschätzt, was man da bekommt. Ich glaube, in meinem Alter könnte man seine Zeit sinnvoller mit einem Zeitungsausteiljob irgendwie verbringen. Und das wird sich wahrscheinlich mehr rechnen, das nur mal so am Rande. Auf jeden Fall bin ich jetzt Partner und dann kamen direkt auch Aufrufe von wegen, ja, was machst du denn jetzt mit deinem ganzen YouTube-Money? Ja, zum einen ist es natürlich, wie gesagt, gar nicht so viel und zum anderen, ich werde das meiste wohl sparen und für Sachen wie ein neues Mikrofon oder sowas, also dass auch wieder YouTube zugutekommt. Ich hatte zum Beispiel auch den kleinen Ausbau bei meinem Audio-Interface. Zum Glück habe ich das wieder mit einem neuen Treiber gerichtet gekriegt. Ja, genau. Und dann läuft es auch wieder. Ich habe gerade ein bisschen gelauscht, weil ich hatte das Problem, dass dieses Audio-Interface immer so ganz leicht gefiept hat. Aber das ist jetzt wieder alles top. Das heißt, ich kann normal weitermachen, aber so eine Sache mit Audio-Interface wäre echt fatal gewesen. Eventuell wären dann ein, zwei Wochen lang keine Videos gekommen, weil das noch relativ neu, anderthalb Jahre. Und da sind, glaube ich, 5 Jahre Garantie drauf. Da hätte ich das auf jeden Fall über Garantie mal versucht. Übrigens eine Randinformation. Ich mache ja im Moment noch den Agrarsimulator, die Marke Gecko. Gecko ist ja ein Tier. Und ich habe gerade einen schlauen Kommentar gekriegt. Die Marke vom Landwirtschaftssimulator, diese erfundene von Astragon bzw. Giants, die heißt Lizard. Und Lizard ist ja auch ein Tier, kann man sagen, ähnliches. Es geht in dieselbe Richtung wie ein Gecko. Vielleicht hat sich der Agrarsimulator da etwas inspirieren lassen, sagen wir mal. Das ist ja beides irgendwo eine Eidechse, oder? Ne, ein Gecko. Auf jeden Fall die beiden Tiere. Da hat sich wohl einer inspirieren lassen. Agrarsimulator geht übrigens nur noch bis Freitag. 18 Uhr kommen die täglich. Dienstag heute 17 Uhr. Normal Eurotruck am Donnerstag wieder und am Wochenende wieder 17 Uhr. Ich gucke, dass ich bis Mittwoch wieder Minecraft habe, was ich hochladen kann. Da muss aber der Pascal bzw. Schui-Films halt auch mitspielen. Und da besprechen wir das gleich mal. Also was das nächste Thema war, wir haben eine Beifahrerin
in der nächsten Folge. Da werden wir dann auch noch über ein oder zwei Themen reden. Unter anderem über Adblocker, weil darauf wurde ich jetzt auch schon angesprochen. Also wenn euch meine Meinung zu Adblockern interessiert, dann müsst ihr da auf jeden Fall mal einschalten. Da werde ich dann mal darüber reden. Gut, was hatten wir noch? Wir hatten Beifahrerin, künftige Projekte, genau. Ich mache ja im Moment Need for Speed World, eine kleine Serie, die kommt auch relativ unregelmäßig. Da spreche ich mich dann halt mit Schrammo, Julian und Fred Vorlaut ab, die das ja dann auch jeweils aus ihrer Sicht hochladen. Und dadurch entsteht halt dieses Unregelmäßige, weil man muss dann halt das Ganze gut koordinieren. Die haben teilweise noch schlechtere Internetleitungen als ich und dann kostet das alles Zeit. Boah, mich irritiert das total, dass ich gerade nachsynchronisiere. Also ich bin gerade auf meinem Desktop und sehe gar nicht das Spiel. Ich könnte zwar das Video abspielen, aber ich dachte, das kann ich mir sparen. In diesem Part fahren wir, glaube ich, Richtung Afrika von wir sind ungefähr in Straßburg und fahren nach Afrika. Am Ende des Parts werden wir auch mal langsam schlafen gehen. Gut, zum Euro Truck Simulator noch. Ich weiß immer noch nicht, ob ich mir dieses DLC holen werde, weil eigentlich haben wir die Map, die wir im Moment haben, kaum ausgereizt. Ich glaube, wir haben irgendwie so 20-30% befahren. Das ist nicht viel. Ich glaube, wir brauchen eigentlich keinen Add-on. Aber ihr könnt dazu gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und dann werde ich das, denke ich, auch berücksichtigen, wenn sich da viele melden, die sagen, okay, hol dir bitte das DLC mit dem Richtung Osten geht es dann ja und ich glaube Richtung Dänemark, Skandinavien mit der Fähre halt. Aber sowas Ähnliches haben wir ja eigentlich schon Richtung Afrika. Also ist die Frage, ob wir das wirklich brauchen, haben wollen. Gut, zu Need for Speed World halt. Ist ja ein Rennspiel. Ich habe überlegt, ob ich Richtung Formel 1 gehe. Formel 1 wäre nur halt, schreibt mal in die Kommentare am besten, wie ihr den Formel 1 findet. Ansonsten, ich habe ja auch noch Lust auf andere Rennspiele. Zum Beispiel Grid 2 wollte ich mir eventuell kaufen. Das wäre noch eine Option. Eventuell mache ich auch Need for Speed World weiter. Ich habe da, glaube ich, 5 Parts von aufgenommen. Und wenn die durch sind, nehme ich eventuell wieder auf, wenn euch das gefällt. Ansonsten ist es danach beendet. Ja, was eventuell auch noch kommt, ist War Thunder und World of Tanks, aber das habe ich beides noch nicht so intensiv gespielt. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr unbedingt wollt, dass ich das in naher Zukunft mache. Dann werde ich das berücksichtigen. Ja, worüber wollte ich nochmal sprechen? Ich bin jetzt hier gerade ja wieso im Browser, dann gucke ich mal Kommentare. Benachrichtigung. Carvon, ja, ob der nochmal mitmachen kann beim Eurotruck. Da kann ich gerne mal mit Carvon sprechen. Das ist, denke ich, machbar, wenn das bei ihm zeitlich passt. Außerdem der Aufruf Spin Tiers. Ich und mein Englisch. Auf jeden Fall. Ich umschreibe es mal liebevoll mit das Spiel, wo man im Dreck wühlt mit seinen Maschinen. Das, was man hier knistern hört, sind übrigens meine Halsschmerztabletten, die ich irgendwie aus irgendeinem Grund die ganze Zeit in der Hand habe. Ich weiß auch nicht warum. Kaum habe ich mal nicht das Gamepad in den Händen, schon fummel ich mit irgendeinem anderen Kram hier rum. Ja, was haben wir hier noch? Scrolle ich mal durch den Videomanager und so weiter. Übrigens, seitdem wir das Thema Likes und Bewertungen und so weiter alles ein bisschen thematisiert haben in Landwirtschaftssimulator und Eurotruck, sind meine Likes auf einmal deutlich angestiegen. Also auf Landwirtschaftssimulator komme ich manchmal dann wieder jetzt an die 50 ran. Ja, schon mal drüber sogar. Und das ist ziemlich cool, finde ich, weil wenn ich sehe, dass die Videos sofort geguckt haben, dann habt ihr auf jeden Fall einen YouTube-Kanal und wenn ihr die so oft guckt, dann finde ich das schön, wenn ihr die auch bewertet. Irgendwie sind mir Bewertungen persönlich ja sehr wichtig, einfach weil dann sieht man so nach dem Motto, okay, du hast dir der jetzt Arbeit gemacht und der investiert auch die paar Sekunden, um zu sagen, okay,
mir gefällt's. Und dann, ja, ich glaube, das ist einfach ein ganz nettes Zeichen von Anerkennung, die man dadurch bekommt. Wie lange habe ich hier eigentlich noch? 5 Minuten. Ja, was erzähle ich denn jetzt 5 Minuten lang? Ich werde jetzt mal eine kleine Promotion-Aktion machen. Hoffentlich habe ich nichts von den am Anfang angekündigten Themen vergessen. In meiner Subbox habe ich im Moment, das mache ich mal schön sagen, ein bisschen Schleichwerbung. So, wir haben das Gore-Tex-LP in meiner Subbox. Was macht der im Moment? Minecraft with Sisters, also er spielt Minecraft im Multiplayer mit seinen Schwestern und lädt sich da immer Gäste ein. Dann haben wir Resident Evil 4 mit Facecam. So, Gothic Gameplays hat er auch noch, ein bisschen Happy Wheels, Let's Random Runden nennt er das Ganze. Was können wir hier noch sehen? Ja, Minecraft gibt es auch als Random, Amnesia Custom Story auch Random. Ich glaube, das soll dann auch reichen. So, gehen wir mal wieder auf meinen Kanal. Dann haben wir Dennis, 03 Dennis H07, der eine ganze Zeit lang bei Landwirtschaftssimulator mitgemacht hat. Er macht auch immer noch Landwirtschaftssimulator und Eurotruck. Und manchmal auch meine Mod-Vorstellung. Da könnt ihr auch mal vorbeisehen. Ich mache jetzt hier eigentlich mal gerne so eine kleine Promote-Aktion für andere YouTuber. Dann habe ich natürlich auch noch die Zeitzeugin in meiner Subbox, die Goody, die damals auch schon dabei war. Und, ich glaube, das war Part 20 rum. Da war die halt schon mal dabei. Die macht immer noch ganz interessante Videos. Im Moment ganz viel Real-Life-Geschichten. Mit Schmink-Tutorials. Gamer-Girl-Serie hat sie hier. Natürlich auch immer noch ein paar Let's Plays. Dragon. Was steht da? Might and Magic hat sie. Geek-Fragen oder Probleme. Gut, ich denke, das soll jetzt auch reichen. Ich möchte ja gerne noch alle durchkriegen hier. Und so viel Zeit haben wir ja gar nicht mehr. Beeilen, dann haben wir den Carvon, der macht Landwirtschaftssimulator Hardcore auf Australien. Kennt ihr vielleicht. Was macht er noch? Civilization 5 müsste das sein. Kenshi oder Kenzi, ich weiß nicht genau, er hat mir da erzählt, dass das Spiel ziemlich toll ist und kaum Let's Played wird bis jetzt. Das macht er, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob er jetzt durch damit ist. Ich glaube schon. Beziehungsweise er wollte es, glaube ich, pausieren. Herr der Ringe Online macht er, glaube ich, auch noch. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir noch MacManias. Der macht auch Landwirtschaftssimulator, mit dem wird dann vielleicht nochmal irgendwann was laufen. Minecraft und Landwirtschaftssimulator macht der. Dann haben wir Julian, beziehungsweise Julio BHJ. Der macht aktuell Grid 2, was ich selber sehr häufig gucke. Was hat er ansonsten noch? Call of Juarez. Remember Me. Oh, das wollte ich mir schon immer mal angucken. Das mache ich gleich mal. Jump Rider. Was haben wir noch? Diese Gronk-Killer-Reihe. Da parodiert er so ein bisschen die qualitativ minderwertigen Let's Plays. Und ich glaube, das war's. Borderlands läuft auch noch. Gut, dann widmen wir uns mal dem nächsten Kanal. Julian hatten wir. Shui Films. Boah, der macht immer so viel, das dauert ja ewig, da muss ich jetzt aber mal durchrattern. Mine vs. Wild ist ein Minecraft-Projekt unter anderem Namen. Let's Wallace and Dormit, Lizenz zum Putten, das ist ja ein Wallace and Dormit-Spiel. Ich gehe mal einmal drauf, das habe ich mir noch gar nicht angesehen. Mhm. Gut, was haben wir hier noch? Landwirtschaftssimulator stimmt. Eurotruck, klar. Macht er auch schon von Anfang an seit Release. Leagues of Legends macht er am Wochenende. Da könnt ihr ja auch gerne mal vorbeischauen, wenn euch das interessiert. Dann haben wir natürlich den Kadett 1300, mein alter Gefährte.
bitte nicht jetzt, boah, das war auch so eine Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Da könnt ihr mal, wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Irgendwann erzähle ich das dann mal. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, wenn man sich überlegt, wie sich das jetzt nach 8-9 Monaten entwickelt hat. Ja. Wen haben wir denn noch in meiner Subbox? Wir haben die Jungs von Playtimes TV in meiner Subbox. Na klar, ich bin bei denen Partner. Und Playtimes TV gehört zu GameStar. Und die habe ich dann auch in meiner Box. Sag schnell, genau, in meiner Abo-Box. Mehr habe ich eigentlich da gerade aktuell nicht drin. Ich habe aber diese Random-Funktion aktiviert, dass ihr immer andere...